Sie haben hier großartige Fortschritte erzielt. Sie wissen sicherlich, was Sie da tun. Die Beseelten sind ebenso wahnsinnig wie Ihre Patienten. Das sind Verrückte und tun nicht Gute. Zumindest erfüllen Sie hier eine Art von Zweck. Vielleicht ist das so. Woher willst du das wissen? Ich bezweifle, dass wohlhabende Bürger dieselbe Erfahrung machen. Was hattest du erwartet? Vielleicht ist das so. Woher willst du das wissen? Kana zuckt zusammen. Ich habe gesehen, wie man die Kranken und Verrückten ins Exil schickte und sie ansonsten wie ansteckendes Ungeziefer behandelte. Aber ich kann nicht glauben, dass das die gütigste Alternative ist. Aber wenn alle so behandelt werden, könnte das Anatom unmöglich überleben. Was haben diese Patienten getan, um solche Bedingungen zu rechtfertigen? Es gibt genauso viele, die hierher kommen und von ihren Leiden kuriert werden. Leute, die ansonsten verstoßen würden. Hier ist die Quelle all dieses Wissens, nach der du so verrückt warst. Das sind die Kosten der Entdeckung, jemand muss sie bezahlen. Die Beseeler rechtfertigen ihren Sadismus mit falschen Heilungen und Scharlatan-Tricksereien. Alles Gute, das sie bewirkt haben, war reiner Zufall. Das glaube ich eher nicht. Dann lass uns losziehen. Ja, nehmen wir mal wirklich das Erste. Das hoffe ich. Kana atmet tief ein. Wahrscheinlich hast du recht. Es ist nur nicht leicht zu sehen. Lass uns aufbrechen. Dieser Ort nagt an meiner Seele. Ja. Unskrim. Ein drahtiger, halbwüchsiger Junge steht in der Mitte seiner Zelle, schlaksig und mit gebeugter Schulter. Er starrt geradeaus. Sein gelegentliches Blinzeln ist die einzige Bewegung. Es ist nicht klar, ob er deine Anwesenheit in seinen glasigen, puppenähnlichen Augen überhaupt bemerkt. In diesem Zustand sind sie Barrieren zwischen deiner Seele und der Seinen, dünn und porös und lassen sich leicht überwinden, wenn du das wünschst. Nein, gehen wir erstmal noch weg. Also wir haben hier auf der Seite zwei. Der eine ist der mit dem Gesicht. Gucken wir mal nochmal nach dem Schreihals. Ram blickt dich nervös an. Du fürchtest dich, machen bestimmte Besucher dir Angst? Ich muss einige Dinge von dir erfahren und ich werde sie erfahren, ob du sprechen kannst oder nicht. Freya sagte, dass Kettmann Aso dich behandelt. Du fürchtest dich? Er blickt dich unsicher an. Langsam zögerlich kommt er in seiner Zelle wieder nach vorne. Zum ersten Mal kannst du seine Seele wahrnehmen. Sie ist deformiert, als wäre sie von einer zackigen Waffe verstümmelt worden. Große Teile wurden vollständig herausgehackt. Du spürst keinerlei Widerstandsbarrieren. Wenn du wolltest, könntest du noch tiefer in Grams Seele blicken. Dann blicken wir mal hinein. Du streckst dich zu der entstellten Seele vor dir. Beinst dich mit ihr. Ihre Verwirrung und Furcht werden dein, als sie dich in ihre Tiefe zerrt. Du bist in einer Zelle. Ein Schlüssel dreht sich im Schloss. Die Tür öffnet sich knarrend. Gedanken überspülen dich in Wellen, unvollständig zerbrochen, angstvoll. In der Tür steht ein rundlicher Mann mit Halbglatze. Seine oberen Zähne und seine spitze Nase erinnern dich an eine Ratte. Er winkt dich herbei mit bedauerndem Blick. Du willst nicht gehen, als nur das nicht. Dein Verstand besteht aus einem einzigen Wort, dem Wort Nein, doch es zerfällt, ehe es deine Lippen erreicht. Du drückst dich gegen die Wand in die Enge getrieben. Du schreist. In tiefer Dunkelheit wehrst du dich gegen die unsichtbare Fesseln. Du kannst deine Arme und Beine nicht bewegen. Der Mann betritt den Raum. Er trägt eine brennende Kerze, deren schwache Flamme lange Schatten auf Bücher und Maschinen wirft. Deine Arme und Beine sind mit Gurten gebunden. Kaltes Metall umschließt deinen Kopf und deine Brust. Es tut dem Mann leid. Er braucht Material. Sie haben seine Arbeit zerstört und er braucht eine neue Quelle. Er muss ihnen beweisen, dass er recht hat. Er dankt dir. Dann dreht er an einem Knopf und du spürst, wie du von innen zu zerbrechen beginnst. Du spürst, wie du zerrissen wirst. Du spürst einen Schmerz, als würde eine Horde von Ratten deine Eingeweide zerbeißen. Und du schreist einen Schrei, den du kaum zu hören vermagst. Weitersuchen. Ein anderer Arm, schwere Schritte vor deiner Tür. Sie kommen dich holen. Du blickst durch einen Schlitz in der Tür. Der Fleischriese, das künstliche Wesen direkt vor der Tür. Aber er blickt nach links, zum Ende des Gangs, zu dem Knaben dort. Der Knabe blickt den Riesen interessiert an und fällt dann zu Boden wie eine abgelegte Schlaghaut. Der Riese zuckt zusammen, dann richtet er sich auf und wendet sich ab und geht. Von Grams Seele lösen. Gram blickt dich an, immer noch mit wildem Blick, aber doch bewusster. Er nickt dir zu und geht dann wieder ans hintere Ende seiner Zelle. Ja. Ein Blick in die Seele eines halbwahnsinnigen Patienten namens Gram hat mich auf die Spur eines Jungen tief in der Nordstation gebracht, der sich seltsam verhält. Ja. Hallo. Ja, der Junge bemerkt.
mit seinen glasigen Augen. In diesem Zustand sind die Barrieren zwischen deiner und deiner Seele und der seinen dünn und porös und lassen sich leicht überwinden, wenn du es wünschst. Seine Seele erkunden. Du schließt die Augen und näherst dich der Seele des Jungen. Plötzlich übermannt dich ein Krankheitsgefühl, dir ist gleichzeitig kalt und warm, du schwitzt und zitterst und ringst nach Atem, wie auf der Reise mit der Karawane. Die Seele, der du dich näherst, ist die falsche. Eine parasitische Pflanze, die ihren Wirt langsam erdrosselt. Sie ist räuberisch und gnadenlos und eure Wege haben sich schon einmal gekreuzt. Zu spät versuchst du dich zurückzuziehen. Du spürst bereits, wie du in einen endlosen Abgrund aus Gedanken und Erinnerungen stürzt. Du stehst jetzt in einer Zellwelle, derselben Zellwelle im Sanatorium. Die Gänge sind vom Mondschein erleuchtet und leer. Du wartest. Am anderen Ende der Station öffnet sich die Tür. Die Silhouette eines Fleischgolems erscheint unter dem Steinbogen. Er macht seine üblichen Runden, bleibt jedes Mal an derselben Stelle stehen. Das Bastardkind verzweifelter Schöpfer. Als das Konstrukt sich nähert, spannst du dich an und schießt dann nach vorne aus dem Körper des Jungen heraus, als wäre eine Membran. Du spürst, wie sein Körper hinter dir zu Boden fällt, eine Marionette, deren Fäden durchtrennt wurden. Du stürzt auf den Golem zu, körperlos wie ein Windstoß. Schnell denkst du bei dir, schnell, und du spürst, wie die Kraft aus deiner Seele blutet, während du auf die zusammengeschusterte Abscheuigkeit zueilst. Du durchdringst die Hülle des Golems und übernimmst die darin eingepflanzte Seele. Du umkreist sie und unterdrückst sie. In diesem neuen Gefäß bist du wieder stark. Du stapfst mit schweren Schritten Gänge entlang. Die anderen Konstrukte ignorieren dich. Nur die misstrauischen, unberechenbaren Augen der Wahnsinnigen verfolgen dich. Schließlich erreichst du ein Büro, das randvoll mit Büchern und vollgekritzelten Papieren und den perversen Werkzeugen der Beseelung ist. Du legst deine übergroßen Hände auf eine große Maschine, ein Gewirr aus Kugeln, Röhren und Spulen in der Mitte des Raums. Du verbiegst Drähte und veränderst Einstellungen. Deine Umgebung wird an dir vorbeigezogen oder vielleicht du an ihr und sie verschwimmt und verwischt. Als sie sich wieder setzt, stehst du an einem klaren Tag im Freien vor einer Menschenmenge, die über dir in den Reihen eines Amphitheaters sitzt. Die Menge ist gekommen, um dir zuzusehen, doch dies ist kein Theaterstück. Ein Mann mit Halbglatze und rattenähnlichen Zügen bindet dich an eine Maschine. Die Maschine, die du eben manipuliert hast. Zum ersten Mal siehst du deine Arme, kurz und speckig, unverkennbar, die Arme eines kleinen Mädchens. Doch dieser Körper ist nicht wirklich deiner. Dein Verstand besitzt noch immer dieselbe Entschlossenheit, dieselbe Hartherzigkeit wie zuvor. Der Körper selbst ist kalt und leer. Im Gegensatz zu den anderen besitzt dieser keine eigene Seele. Der Mann spricht und die Menge applaudiert mit einer Begeisterung, die eines heimkehrenden Helden würdig wäre. Werde Zeuge, sagt er und zieht einen Hebel. Die Maschine zittert und wirft Funken und ein Schweißtropfen rollt die Schläfe des Mannes hinab. Doch die Anspannung der Menge weicht rasch gebannter Ehrfurcht, als sich eine Kristallkugel mit einem strahlenden Nebel füllt, der das gesamte Theater erleuchtet. Er öffnet ein Ventil und das Leuchten kriecht durch die Röhre entlang einer Kupferleitung, die zu Elektroden unter deinen Achseln führt. Du spürst nichts, als es dich erreicht, genau wie es sein sollte, denn du hast ihn in seiner Arbeit immer wieder in die Irre geführt, Notizen und Einstellungen verändert und Puppenspieler für Hohlgeburten gespielt. Dann lässt es aber so aussehen, wie die Leute es erwarten würden, wenn dein Körper mit deiner Seele belebt wird. Kurz darauf erlischt die Maschine und der Mann bindet dich los. Er blickt dich mit der Sorge eines Wissenschaftlers an. Er sieht wieder zu seinen Zuschauern. Seht, sagt er, doch mit deutlich hörbarem Zögern in der Stimme. Langsam machst du einen wackeligen Schritt nach vorne, dann noch einen und noch einen. Du blickst zu dem Mann auf, mit dem Blickkontakt zu dem keine Hohlgeburt fähig ist und das Publikum schnappt nach Luft. Der Mann sieht erleichtert aus. Wie geht es dir? Fragt er laut genug für das Publikum. Der Augenblick ist gekommen. Du schreist so laut, du kannst. Markerschütternd. Der Mann geht mit ausgestreckten Händen auf dich zu. Du läufst in die andere Richtung zurück zu der Maschine. Mit all deiner Kraft rammst du deinen Kopf in die Kristallkugel. Sie zerbricht und dein Kopf wird mit warmem Blut überströmt. Du rammst deinen Kopf wieder und wieder gegen die Maschine. Das Publikum schreit panisch und als der Mann dich endlich erreicht, hat dein Körper seine Funktionsfähigkeit bereits verloren und zuckt nur noch auf dem kalten Boden. Zufrieden entweichst du aus der Leiche auf der Suche nach einem neuen ahnungslosen Wirt. Wer könnte jetzt noch sein Vertrauen in die Beseelung setzen?
Du wirst wieder aus deiner Umgebung gezogen, über die Grenzen von Erinnerung und Lebenszeiten hinweg, tiefer und tiefer vorbei an, an Verrat und Mord und Lüge um Lüge, die das dicke Netz der Intrigen jenseits der sterblichen Vorstellungskraft formen. Schließlich kommst du in einen Raum zur Ruhe, den du bereits einmal gesehen hast. Er ist groß, in der Mitte steht ein großes Gerät, aus das einen Atommonolithen umgibt. Der Raum ist voll mit Menschen, die auf das Gerät blicken. Plötzlich wirst du wieder in die Realität gerissen und der einst katatonische Knabe in der Zelle blickt dich unmittelbar an, musternd, berechnend. Es gibt keinen Zweifel mehr, dass aus der geliehenen Höhle die Seele des Mannes blickt, der deine Erweckung verursacht hat. Eine Wächterin. Du hast mich zu einer Wächterin gemacht, du musst es rückgängig machen. Ich glaube, wir haben eine gemeinsame Vergangenheit. Ich suche nur nach Antworten. Nicht nur eine Wächterin, jemand, der dir deine dünnen Beinchen bricht, wenn du nicht genau tust, was ich sage. Nein, aggressiv sind wir jetzt mal nicht. Ich glaube, wir haben eine gemeinsame Vergangenheit. Ich suche nur nach Antworten. Ach, tatsächlich, er gibt sich keine Mühe, das Desinteresse in seiner Stimme zu verbergen, aber er studiert weiter deine Augen. Er stößt ein leichtes Grunzen aus und sein Blick wird vorübergehend weicher. In diesem Augenblick scheint es, als würde er dich erkennen. Er öffnet seinen Mund, um zu sprechen, scheint es sich aber anders zu überlegen und bleibt stumm. Er beißt den Kiefer zusammen. Ich kenne deinen Blick, deinen Hunger, den Hunger nach Antworten, die nicht zu greifen sind. Er nagt an deiner Seele. Er untergräbt deinen Daseinszweck. Du bist wie alle anderen. Ich werde dir helfen, loszulassen. Er bringt sich außer Reichweite, indem er mit verblüffenden Anmut nach hinten ausweicht. Aus seinem Gesicht siehst du keine Bosheit, nur die Sachlichkeit eines Bedauerns, der ein krankes Tier von seinem Leiden erlöst. Dann plötzlich taumelt er nach vorne. Okay, jetzt wird's interessant. Du bewegst dich mal weg da. Na lauf, du schleuderst einen Feuerball nach da hinten. So, Kanna, wir bräuchten. Okay, das wären 4 gefrorene Phrasen. Der steht da. Mach den Patienten mal um. So, heiliger Glanz. Okay, Itumak ist gut darin, sich gegen Fleischkonstrukte zu wehren. Jetzt müssen wir hier unten noch rauskommen. Ich habe einen Agenten. Oh, war das schon alles? Ich habe einen Agenten, seine Schlüssel sind Sanatorium enttarnt. Er hatte die Fähigkeit, die Kontrolle über Menschen mit schwachen Sehnen zu erlangen. Auf diese Weise nutzte er einen der Patienten, um Kapitän Assos Besehungsvorschuss zu beeinflussen. Heilfleischkonstrukt. Ja.
So, da das hier nur zu Problemen geführt hat, müssen wir auch hier helfen, ein bisschen aufzuräumen, denke ich mal.